Willkommen in der Hölle. Oder so ähnlich. Willkommen bei Dark Souls. Ja. Bei Dark Souls 3. Bei einem wunderschönen Boss. Der mich ja, ich glaube, schon dreimal getötet hat. Und wir versuchen es ein viertes Mal. Ich meine, immerhin ist er an einem würdigen Platz. Will heißen, hier gab es früher Ornstein und Smaug. Jetzt gibt es hier diese nette Dame. Schauen wir mal. Schade. Okay, da taucht sie wieder auf. Okay, das nächste Mal hätte ich gerne... Oh, ich bin geglutet. Ach ja, weil ich irgendeinen Boss besiegt habe oder so, ne? Oh shit. Au. Ja, ich habe jetzt schon wenig Estus und das noch in der leichten Phase. Das ist ein bisschen. Ach, sie hat sich jetzt schon automatisch in die andere Phase gewandert. Ja, natürlich geil. Ich will unglaublich gerne mal sie angreifen. Aber ich habe irgendwie noch nicht ganz gecheckt, wann ich das tun kann. Oh, der war schön. Oh, shit, aufgepasst. Die Dinger kommen ja auch noch, genau. Und wenn die mal ein paar Mal weniger diese... Pfeilattacke oder so mal. Das ist eigentlich ganz machbar. Sagte er und sie macht die Pfeilattacke. Easy! Bitte? Warum ist sie denn? What the fuck? Okay. Fürstenasche. Sehr schön. Und ein Feuer. Und eine Cutscene. Und das war jetzt gerade viel zu einfach. Was willst du mir damit sagen? Da war gerade ein Feuer, was wir nicht aktivieren konnten. Juhu! Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt viele, viele Seelen bekommen. Okay.
Hallo Maschke. Seltsame Köpfe. Unbekannter Herkunft. Aus einem Urbaum. Bla 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 bla. Ja, ich erkenne die Freundlichkeit in ihren Augen. Wohin verschwinden wir gerade? In ein anderes Spiel oder? Wir kennen diesen Ort. Prinz Lothric is in your hands. Please save his soul. Tell him what he must be a lord. Warum macht er da so eine komischen Sit-ups? Da oben ist eine Leiter. Das gefällt mir jetzt nicht unbedingt. Hä, ihr wollt doch jetzt nicht einen Boss nach dem Boss machen. Doch? Das ist jetzt ein Scherz. Ich habe ein Estus. Jetzt gleich nicht mehr. Okay, ich habe nur keine Ahnung, wie ich da jetzt wieder hinkomme. Aber das lasse ich erstmal nicht meine Sorge sein. Vitalität auf 25, Belastbarkeit auf. Achso, ich kann nicht. Okay, immerhin Vitalität auf 25, alles klar. WTF. Ich nehme an, die kommt hier rein. Kommen wir erstmal zu dir. Aha, so. Aha, Seele von Aldrich. Was ist das? Jorms Großmachete. Großaxt. Was ist das? Ein Bogen. Na gut, ein Bogen ist jetzt nicht mein Favorit. Okay. Ja. Aldrich der Götterfresser. Da können wir sogar hin. Okay. Die Frage ist, gibt es jetzt hier einen Teleporter zu dem nächsten Boss oder muss ich jetzt tatsächlich den komplett anderen Weg gehen? Ich befürchte fast, ich muss den komplett anderen Weg gehen, aber da habe ich keine Lust drauf. Hinten drin war die Tochter des Chaos. Okay, hier scheint erstmal nichts zu sein. Außer eventuell noch mehr unsichtbare Wände. Ich will nur wissen, ob in dem Raum hier was ist. Nein. Ist es nicht. Dann gucken wir, was wir hier haben. Oh. Ring der Sonnenprinzessin, wieso Truhe?
Wieso denn Truhe? Truhe. Nicht voraus, beidhändig, deshalb Traurigkeit. Ja, beidhändig, händig, klar. Wir haben gerade einen Ring bekommen. Ein Ring, der nicht zu verachten ist. Ein Ring, der TP wiederherstellt. Die Frage ist natürlich irgendwo, wie viel. Ich nehme an, nicht so viel. Jetzt kann ich also ernsthaft nicht hier. Wasservorrat? Achso. Ich wollte gerade sagen, was zum Teufel soll das sein? Soll ich also ernsthaft von hier aus dahin laufen und den Boss zu besiegen? Okay. Okay. Na dann. Let's do it. Dafür müssen wir in die Richtung. Und dann hoffen wir einfach mal. Wirkt, als wäre sie unglaublich langsam, ist sie aber nicht. Wow, sag ich doch. Sie war ernsthaft noch nicht fertig. Au! Aua. Aua. Jetzt fängst du aber gerade langsam an, mich zu nerven. Ja. Fuck it. Warum? Okay, ich habe keine Estus mehr. Damit war's das. Bitte? Das war irgendwie scheiße. Das war irgendwie unglaublich scheiße.
So. Verstärkt Schadensminderung und andere Resistenzen erhöhen sie aber deutliches Gewicht. Wisst ihr was? Wir trollen mal ein bisschen. Wir trollen jetzt mal ein bisschen. Oh, leck. Oder brauche ich dafür... Ich weiß gerade gar nicht, ob das überhaupt mit Pyromantie funktioniert. Anscheinend. Fuck. Nein, das solltest du nicht tun. Aua. Das Eisenfleisch schon wieder vorbei. Nicht so gut funktioniert mit dem Eisenfleisch. Also am Anfang irgendwie schon, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Eisenfleisch dann schon weg war. Also so nochmal so, jo, und vorbei. Dafür hat mir das doch zu wenig gebracht. Wir machen es einfach so ohne irgendwas. Come on. Meine Güte. Oh, die geht mir auf die Eier, obwohl sie nicht schwer ist. Weil sie nicht schwer ist, geht sie mir auf die Eier. Das ist ja grausam. Die ist so eine Mischung aus schnell und ultra langsam. Und dieser Kontrast ist einfach nur grausam. Der tut ja echt in der Seele weh, ey. Also, dieser Kontrast ist absolut grauenhaft. Alter, ich kann denen auch nicht allen ausweichen. Das ist ja... Ich weiß, das ist... Sehr schön.
nicht. Ich kann das nicht glauben. Absolut nicht. Die ist so simpel, dass ich echt gerade am Verzweifeln bin. Ich bin gerade echt am Verzweifeln. Ihr seht ja, wie, wenn ich ein bisschen weniger Schaden machen würde, damit ich einfach nicht getroffen werde oder so. Ich habe ja massenweise Tränke. Das ist ja eigentlich der größte Spaß an der ganzen Geschichte. Ich könnte mich ja noch zu Tode heilen. Kann ich aber nicht, weil ich nicht dazu komme. Weil sie halt mich nicht trinken lässt. Weil da sie mich nicht trinken lässt, muss ich eigentlich darauf aus sein, dass sie... Ja, das nicht tut. Das tut schon ziemlich weh. But never mind. Ha! Okay, jetzt reicht's. Enough is enough. Was wir zu tun haben. Dann können wir uns von allen Rittern treffen lassen, die wir da so finden können. Jetzt kommt noch mal her. Damit treffe ich nicht. Treffe ich nicht. Mein Schwert ist zu klein. Nein! Seht ihr, was ich meine? Ich bin einfach nur dumm. Ich bin einfach nur dumm. Ich will einfach zu viel. Ich bin einfach... Das kann nicht sein. Boah. Das macht mir Kopfschmerzen, ne? Ich glaube es nicht. Okay. Gut. Positive Einstellung. We got that. Let's do it. Konzentration. Auf geht's. Ah, das grüne Leuchten hier weg. So sieht Konzentration aus. Ja,
pure Konzentration. Natürlich treffe ich nicht. Würde ja auch nur Schaden machen. Boah. So, die kann noch mehrfach zustechen damit. Also natürlich. Würdest du bitte mich nicht töten, Dankeschön. Ich kann der gerade nichts antun. Weil ich aber auch richtig dumm bin. Oh wow, jetzt greift es sogar noch weiter und nach solchen. Okay, jetzt habe ich eine Idee. Super Idee. Sag ich doch super Idee. Einmal versuche ich noch in diesem Part. Danach, mache ich eine Neuaufnahme. Okay, wir bleiben jetzt doch nochmal bei dem Schwert. Und ich weiß nicht, warum ich so oft bei ihr sterbe. Ist eigentlich keinen wirklichen Grund zu. Was ist das denn? I don't know. I don't get it. Gut. Achso, ich sagte nur noch einen Versuch. Nee, egal. Ein weiterer.
Das Blitz bringt hier auch nicht viel mehr. Das Ding hab ich vollkommen vergessen. Hänge! 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 Oh no, Glück ab. Oh, da hätte ich angreifen können. Oder. Oh, Glück! Dass ich es nicht getan habe. Dankeschön. Hätte echt früher passieren sollen. War das gerade? Die Seelen der Tränen? Alright. Puh. Und damit machen wir jetzt gleich einen Cut, wenn jetzt hier nicht noch irgendwas passiert. Und nein, es passiert nichts mehr. Wir haben ein Feuer gefunden. Perfekt. Wir machen hier einen kurzen Cut.